Ja, hallo, mein Name ist Heike Grassmann. Ich bin die administrative Vorständin vom Max-Delbrück-Zentrum. My name is Thomas Sommer. I'm the Scientific Director of the Max-Delbrück Center for Molecular Medicine. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und es war ein ganz, ganz besonderes Jahr für uns alle, beruflich und auch privat. Wir alle mussten am 18.03. hier am MDC in den Notbetrieb übergehen, weil wir beitragen wollten und wollen, dass das Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet. Seitdem ist viel passiert. Wir haben eine lange Zeit Doppelbelastungen auf uns genommen, entweder weil die Kolleginnen und Kollegen aufgrund des Notbetriebes weiterhin dafür gesorgt haben, dass das MDC am Laufen geblieben ist. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen im Tierhaus waren weiter aktiv, in der Infrastruktur. Wir wurden mit mobilen Advices ausgestattet. Ja, und Kolleginnen und Kollegen haben Homeschooling durchgeführt. Wir haben das alles gemeinsam geschafft. Dafür vielen Dank allen, die im MDC und außerhalb dazu beigetragen haben, dass wir weiterhin exzellente Forschung machen konnten. Jetzt ist Zeit für die Erholung, für die wohlverdiente Weihnachtspause. Vielen, vielen Dank für den Einsatz von allen im und um das MDC für das Jahr 2020. Alles Gute für das nächste Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und ein frohes Weihnachtsfest. Yeah, you all know that we are facing a year, an exceptional year, because we had the first time such a big pandemic that we had to react to. We had to fight this coronavirus, and also for the MDC, that meant that a lot of conditions have changed. Scientists could not do the proper work, and we had a lot of young families here that were faced with problems they never expected before. But we are also doing some research which is corona relevant, so we have some groups that also helped to investigate the virus, how the virus propagates in cells, and also develop testings for the virus infection. So we were heavily influenced by this virus in negative ways, but also in positive ways, because we learned that when we all stay together, then we work together, that we can also be in a very positive and winning situation. I've seen a lot of people that were really taking care of each other, and I hope that we can take this also in the next year, and when the virus is already not an issue anymore, that we can keep this this better relation for each other. Having said all that, I would like to wish you a nice holiday season, a very nice Christmas, and a very good new start into 21, hopefully in a year where we have not so many troubles with a virus anymore. And I wish you all the best. Take care and stay healthy.